Hey Leute, seid ihr immer noch auf der Suche nach dem ultimativen Helfer, der eure Böden nicht nur saugt, sondern auch wischt? Der Joenur P20 Pro könnte die Lösung sein, nach der ihr gesucht habt. Er hat einiges drauf und ist dabei auch preislich attraktiv. Bleibt dran, um zu erfahren, warum dieser kleine Helfer die ideale Ergänzung für euer Zuhause sein könnte. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Bevor wir in die Details des Joenur P20 Pro einsteigen, möchten wir euch kurz den Hersteller vorstellen. Joenur wurde 2004 gegründet und hat sich in den letzten 20 Jahren zu einem führenden Unternehmen in den Bereichen Reinigungsgeräte, kleine Küchengeräte, persönliche Pflegegeräte und Elektrofahrzeuge entwickelt. Sie haben sich einen Namen gemacht durch Partnerschaften mit bekannten Marken wie Panasonic, Haier, Midea oder Mercedes-Benz. Ein großes Dankeschön an Joenur, dass sie uns den P20 Pro zur Verfügung gestellt haben, damit wir ihn euch zeigen können. Bevor wir uns gleich die Funktionen des Joenur P20 Pro genauer anschauen, werfen wir einen Blick auf den Lieferumfang. Dazu gehört als erstes die Zubehörbox. Diese enthält eine Rampe für die Basisstation, welche dem Roboter die Einfahrt in die Station erleichtert, eine Seitenbürste für eine gründliche Reinigung in den Ecken, sowie einen Quick Start Guide und eine ausführliche Bedienungsanleitung, die euch bei der ersten Inbetriebnahme helfen. Als nächstes kommt der Hauptdarsteller des Pakets, der Roboter selbst. Er wirkt auf den ersten Blick sehr robust und hochwertig verarbeitet, mit einem modernen und schlanken Design. Der Roboter ist mit allen notwendigen Sensoren und Komponenten ausgestattet, um eine effiziente Reinigung zu gewährleisten, dazu aber später mehr. Zu guter Letzt haben wir die Basisstation. Diese ist nicht nur ein einfacher Ladeplatz, sondern ein multifunktionales Zentrum für den Roboter. Sie dient als Ladestation, Auto-Empty-Station und verfügt über Funktionen zur Selbstreinigung und automatischen Wasserzufuhr. Die Station ist relativ kompakt und kann sich gut in die Wohnumgebung einfügen. Nachdem wir den Joenur P20 Pro und die Zubehörteile ausgepackt haben, geht es nun an die Inbetriebnahme. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie ihr den Roboter einsatzbereit macht und die erste Reinigung startet. Bevor wir mit der Inbetriebnahme beginnen, machen wir den Roboter einsatzfähig. Dazu bringen wir zunächst die beiden Wischpads an der Unterseite des Roboters an. Diese lassen sich einfach an den dafür vorgesehenen Stellen befestigen. Als nächstes montieren wir die Seitenbürste, die für die Reinigung der Ecken und Kanten zuständig ist. Auch diese ist schnell und unkompliziert angebracht. Nun stellen wir die Basisstation an einem geeigneten Ort auf. Am besten eignet sich ein zentraler Platz in der Wohnung, wo der Roboter leicht Zugang hat und keine Hindernisse im Weg stehen. Die Basisstation sollte auch in der Nähe einer Steckdose stehen, um später leicht angeschlossen werden zu können. Für den optimalen Einsatz der Basisstation bringen wir die Rampe an. Diese hilft dem Roboter, problemlos auf die Basisstation zu fahren, insbesondere wenn der Boden leichte Unebenheiten aufweist. Die Rampe wird einfach vor der Station platziert und ist sofort einsatzbereit. Bevor wir die Basisstation an das Stromnetz anschließen, füllen wir den Frischwassertank. Dazu entnehmen wir den Tank aus der Station, öffnen den Deckel und füllen ihn mit sauberem Wasser. Anschließend setzen wir den Tank wieder in die Basisstation ein. Jetzt schließen wir die Basisstation an das Stromnetz an. Wir setzen den Roboter nun auf die Basisstation, damit er sich aufladen kann. Es wird empfohlen, den Roboter vollständig aufzuladen, bevor wir mit der Ersteinrichtung fortfahren. Während der Roboter lädt, laden wir die Xiaomi Home App auf unser Smartphone herunter. Diese App ermöglicht es uns, den Roboter zu steuern und alle seine Funktionen zu nutzen. Nach dem vollständigen Aufladen öffnen wir die Abdeckung des Roboters und scannen den QR-Code darunter mit der App. Dies startet den Verbindungsprozess zwischen der App und dem Roboter. Bevor wir die Verbindung herstellen können, setzen wir den Roboter zurück. Dazu drücken wir gleichzeitig die beiden Tasten auf dem Roboter und halten sie für ein paar Sekunden. Nun verbinden wir den Roboter über App mit unserem WLAN. In der App wählen wir unser Netzwerk aus und geben das Passwort ein. Der Roboter stellt nun die Verbindung her, was einige Momente dauern kann.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, geben wir dem Roboter einen Namen. Dies hilft uns, ihn in der App leichter zu identifizieren, insbesondere wenn wir mehrere smarte Geräte nutzen. Wir wählen dann den Kartenspeichermodus aus, entweder einzelflächig oder Mehrfachgeschoss. Dies hängt davon ab, ob der Roboter in einem einstöckigen oder mehrstöckigen Wohnung oder Haus eingesetzt wird. Damit ist die Ersteinrichtung abgeschlossen und wir können mit der Kartierung der Umgebung beginnen. Der Roboter erstellt dazu dann eine detaillierte Karte unseres Zuhauses, die er für die zukünftigen Reinigungen nutzt. Checken wir jetzt also die Funktionen des Jonah P20 Pro. Er besticht auf jeden Fall schon mal durch eine starke Saugkraft von 8000 Pascal. Diese starke Leistung wird durch die Verwendung eines modernen Motors und einer effizienten Luftstromtechnologie ermöglicht. Besonders hervorzuheben ist auch die automatische Teppicherkennung. Sobald der Roboter auf einen Teppich trifft, erhöht er die Saugkraft, um tief in die Fasern einzudringen und Schmutzpartikel gründlich zu entfernen. Dabei hebt er die Wischpads an, um den Teppich nicht nass werden zu lassen. Auf Hartböden reduziert der Roboter die Saugkraft automatisch, um energieeffizient zu arbeiten und die Betriebsdauer zu maximieren. Zusätzlich können in der App dann auch noch verschiedene Teppichreinigungseinstellungen vorgenommen werden. So kann auch der Teppichmeidungsmodus aktiviert werden, bei dem dann der Teppich erkannt und umfahren wird. Der Jonah P20 Pro ist nicht nur ein leistungsstarker Staubsauger, sondern auch ein effektiver Wischroboter. Mit seinem ausfahrbaren Mop-Arm kann der Roboter auch schwer zugängliche Bereiche wie Ecken und Kanten mühelos reinigen. Die rotierenden Mops reinigen den Boden mit hoher Präzision und sorgen für glänzende Sauberkeit. Der Roboter verfügt über ein integriertes System zur Selbstreinigung der Mops, das dafür sorgt, dass die Mops während und nach der Reinigung immer sauber sind. Dank der automatischen Wasserzufuhr bleibt der Wassertank immer gefüllt, was besonders für größere Wohnungen praktisch ist. Diese Funktion ermöglicht es dem Roboter, auch ausgedehnte Reinigungsaufgaben ohne Unterbrechung zu bewältigen. Ein herausragendes Merkmal des Jonah P20 Pro ist die hohe Automatisierung. Der Roboter kann dank der Auto-Empty-Funktion bis zu 60 Tage lang ohne manuelle Eingriffe arbeiten. Dabei wird der Staubbehälter automatisch entleert und der Roboter kehrt nach jeder Reinigung zur Basisstation zurück, um den Staubbehälter zu leeren und die Mops zu reinigen. In der Basisstation befindet sich für die Aufnahme des Staubs ein Einwegstaubbeutel, der, wenn er voll ist, einfach ersetzt werden kann. Das Schmutzwasser, das durch die Reinigung entsteht, wird abgesaugt und im Schmutzwasserbehälter gespeichert. Wenn dieser dann voll ist, kann er einfach ausgeleert werden und anschließend wieder eingesetzt werden. Diese Funktionen reduziert den Wartungsaufwand erheblich und machen den Jonah P20 Pro benutzerfreundlich. Der Jonah P20 Pro bietet mehrere Funktionen, die ihn von anderen Robotern abheben. Die Haartangle-Free-Technologie verhindert das Verfangen von Haaren und anderen Partikeln in der Reinigungswalze, was besonders für Haushalte mit Haustieren von Vorteil ist. Diese Technologie basiert auf einem speziell entwickelten Kegelstrukturbürstenkopf, der Haare und Schmutz in einem 50-Grad-Winkel effektiv entfernt. Das Gerät verfügt auch über eine präzise LiDAR-Navigation und ein fortschrittliches SLAM-Algorithmus, das eine detaillierte Kartierung und effiziente Reinigung ermöglicht. Die Sensoren bewahren den Roboter auch vor ungewollten Treppenabstürzen. Mit der bereits bei der Inbetriebnahme erwähnten Fähigkeit, mehrere Karten zu speichern, ist der P20 Pro zudem ideal für mehrstöckige Wohnungen geeignet. Mit der App könnt ihr den Roboter bequem steuern, Reinigungspläne erstellen und verschiedene Reinigungsmodi einstellen. Ihr könnt spezifische Zonen festlegen, die der Roboter reinigen soll, oder bestimmte Bereiche sperren, die er meiden soll. Man findet sich in der App gut zurecht, da sie übersichtlich und gut strukturiert alle Funktionen und Einstellungen des Roboters darstellt und diese auf die persönlichen Bedürfnisse konfiguriert werden können. Der Jonah P20 Pro ist ein echter Allrounder im Bereich der Saug- und Wischroboter. Mit seiner starken Saugkraft, der ausfahrbaren Mop-Funktion der Automatisierung und der zuverlässigen Navigation durch eure Wohnung bietet er eine hervorragende Leistung für jeden Haushalt. Für Haustierbesitzer kann auch die Haartangle-Free-Technologie ein echter Pluspunkt werden. Preislich kann er ebenfalls punkten und liegt bei einer UVP von $699.
Wir können den Jonah P20 Pro allen empfehlen, die eine gute und unkomplizierte Reinigungslösung suchen. Wenn ihr mehr über den Jonah P20 Pro erfahren möchtet oder ihn direkt kaufen möchtet, findet ihr den passenden Link unten in der Videobeschreibung. Wir hoffen, dass ihr jetzt einen guten Eindruck vom Jonah P20 Pro bekommen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen stabilen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von dem Roboter haltet oder ob ihr Fragen habt. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!